In Lutzmannsburg wird aus einem Parkplatz ein Solarkraftwerk. 400 Parkplätze wurden mit einer PV-Anlage überdacht und decken seit einem Jahr ein Drittel des eigenen Strombedarfs. Und 10 E-Autos laden kann man auch noch. Es war eine sehr gute Entscheidung. Es war eine sehr gute Entscheidung für die Umwelt. Wir sparen 1 Million Kilogramm CO2 pro Jahr. Die Gäste schätzen das auch, weil im Sommer prallt hier die Sonne auf diese PV-Anlage und die Autos stehen beschattet darunter. Die PV-Anlage für 400 Parkplätze kostet rund 2,5 Millionen Euro, wovon ein Teil von der EU gefördert wird. Bei den aktuellen Strompreisen rechnet sich das Parkplatzkraftwerk in wenigen Jahren. Wir hatten vorher eine Amortisationszeit von 15 Jahren und die ist jetzt durch die hohen Strompreise auf 5 Jahre runtergefallen. Ich müsste jeder Parkplatz so ausschauen wie der. Eine geniale Doppelnutzung, auf der einen Seite viel Sonnen- und Energieproduktion und auf der anderen Seite Schatten im Hochsommer. Über 100.000 Parkplätze gibt es im Burgenland und diese könnten alle diesem Beispiel folgen. Die Errichtung eines solchen Solarkraftwerkes über den Parkplätzen ist übrigens keine Hexerei. Die ist nicht aufwendig, weil das können Sie in Phasen machen. Sie schließen ein Drittel der Parkplätze, bauen das auf und machen dann Zug um Zug weiter. Wir fordern eigentlich nur das Logische, nämlich dass jeder neue Gewerbepark, jeder neue Einkaufstempel auf seinem Parkplatz eine solche Photovoltaikanlage installieren muss. Aber die SPÖ will bisher nichts von einer Verpflichtung wissen. Weder bei den neuen Parkplätzen, die täglich im Burgenland betoniert werden, noch bei den bestehenden.